Bora de muco, chuco, chetins, que go. Aqui é com o Icaro. Hallo, ich bin Jasmin von Stempel nochmal. Ich möchte euch heute das Produktpaket Farbenfroh durchs Jahr so ein bisschen vorstellen. Ich habe es euch schon mal kurz in meinem Alaska-Video gezeigt. Und zwar ist das ein Paket, das besteht hier aus dem Stempelset, also es ist ein Doppelstempelset und die Framelits. Man kann die Framelits extra kaufen, beziehungsweise auch die Stempel. Oder man kauft es eben als Paket, dann spart man 10%. Und das gibt es nur im August. Und deswegen möchte ich euch einfach damit was zeigen, dass ihr mal seht, was man damit machen kann. Wer im Internet unterwegs ist, überall fliegen diese Dinger rum. Wird da mit Sicherheit schon das ein oder andere Beispiel gesehen haben. Ich habe schon ganz viel mit dieser Blume gesehen, deswegen habe ich gedacht, nehme ich mal was anderes. Ich habe auf meinem Blog am Montag auch schon die Karte hier gezeigt. Das ist so ein bisschen herbstlich mal anders in Regenbogenfarben. Da habe ich die Blätter verwendet und habe hier auch diesen Ausschnitt verwendet. Und im Hintergrund habe ich auch hier diese Blätter gestempelt. Ja, und heute möchte ich eine Weihnachtskarte machen. Hört sich jetzt komisch an, weil ja, heute ist Dienstag. Ich drehe natürlich die Videos immer vor und heute soll es 37 Grad werden, aber ist ja egal, ne? Was man jetzt bastelt, ist ja egal bei dem Wetter. Ob es jetzt was Sommerliches ist oder was Winterliches ist, ist es trotzdem gleich warm. So sieht die Karte aus. Die möchte ich euch heute zeigen, wie ich das gemacht habe. Ja, ist im Prinzip wie immer bei mir einfach und schnell zu machen und schnell zu verstehen. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, damit ich diese ganzen Stanzarbeiten im Video nicht immer habe. Ihr braucht jetzt hier von diesem Stanzteil das kleinste. Das habe ich einfach einmal in Flüsterweiß ausgestanzt und darauf stempel ich jetzt hier diese Ranke. Das mache ich mit Memento, das ist auch ganz wichtig, denn ich male das gleich mit den Blends aus und das sind Alkoholmarker. Und die brauchen einfach die Memento-Tinte, damit die nicht verschmiert. Mit der anderen Tinte verschmiert euch das nämlich sonst, weil das durch den Alkohol quasi verwischt. So. Jetzt muss es so leicht ein bisschen antrocknen. Ich male das jetzt nicht ganz aus, ich habe es natürlich vorbereitet, weil auch das dauert zu lange. Die Farben hier sind neu, die gibt es im Herbst-Winter-Katalog. Das ist einmal Helltannengrün und einmal Dunkeltannengrün. Und hier habe ich ein Dunkelglutrot, da gibt es natürlich auch noch einen hellen zu. Aber für die Beeren habe ich da jetzt einfach eine Farbe genommen. Das reicht vollkommen. Irgendwie fällt es mir immer leichter, wenn ich die Pinselspitze nehme. Ich nehme jetzt das hellere Grün und male so ein Blatt erstmal komplett einmal aus. Und habt bitte keine Angst vor diesen Stiften, die sind mega cool. Selbst jemand, der damit noch nie gemalt hat oder noch nie was damit zu tun hat, der wird merken, dass man damit einfach ja, schnell Erfolge zielt. Und auch wenn man sich noch nicht gleich an diese Schattierungen traut, die ich übrigens auch nicht so wirklich beherrsche, hat man damit Erfolge, weil wenn man einfach nur ausmalt, denn es hat einfach nicht diese Filzstiftlinien, die so die Filzstifte haben, die wir vielleicht von unseren Kindern kennen. Denn einfach nur das Blatt jetzt so auszumalen, sieht auch schon schön aus, weil es halt nicht wirklich ausgemalt aussieht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Jetzt nehme ich den dunkleren von den beiden und male einfach ganz simpel hier diese Blattmitte einfach einmal so nach. Und dann nehme ich wieder den helleren und wirbel da so ein bisschen drüber. Und verblende das einfach. Also da müsst ihr jetzt auch nicht wieder haargenau das Blatt komplett ausmalen. Der Stift verläuft eh so ein bisschen in sich. Und dann hat man halt diesen Effekt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt, dass es innen so ein bisschen dunkler ist. Und die Beeren, wie gesagt, da habe ich mir jetzt nicht sonderlich viel Mühe gegeben, weil die sind so klein. Die habe ich jetzt einfach nur rot ausgemalt. Wer sich da komplett künstlerisch verausgaben will, der kann die vielleicht auch noch irgendwie schattieren, aber das fand ich jetzt nicht notwendig. Und diese anderen Teile hier,
keine Ahnung, welche Farbe die haben in echt. Die habe ich jetzt einfach in dem helleren ausgemalt, ohne irgendwas zu machen. So, und ich habe das auch bewusst so ein bisschen hier über die Kante gestempelt. Das passt theoretisch auch weiter noch drauf. Das hat einfach einen schönen Effekt, finde ich. So, und dann habe ich das Ganze hier schon einmal fertig ausgemalt. Und auch da habe ich mal geschmiert. Da gibt es hier auch diesen Löscher, ne? Da kann man dann, wenn man einen Fehler gemacht hat, wieder drüber malen. Aber hey, es ist handgemacht. Und da kann bin ich da nicht so pingelig, wenn ich da mal über den Rand male. So, das war's. Eins von diesen Teilen, ich habe mir das quasi nochmal aufgestempelt und habe dann mir eins von diesen Teilen ausgemalt und ausgeschnitten. Das klebe ich gleich noch auf die Karte. Und dann habe ich noch ein bisschen vorbereitet, wie gesagt, damit es schneller geht. Grundkarte ist Savanne. Oh, ihr wisst, dass ich Savanne liebe und jetzt zu Weihnachten. Jetzt zu Weihnachten, gell? Ich bin schon voll im Weihnachtsmodus. Natürlich nicht jetzt zu Weihnachten, sondern bald zu Weihnachten kann man wieder richtig cool Savanne nehmen. Grundkarte Savanne und dann habe ich hier Glutrot drauf gemacht. Das ist 0,5 kleiner, also 14 mal 10. Genau. Und dann habe ich mir aus diesen gemischten Papieren, die es in allen Farbfamilien gibt, ich weiß nicht, ob er die im Katalog schon entdeckt hat, also die sind im Hauptkatalog. Da gibt es ja in jeder Farbfamilie hier diese Blöcke und da ist natürlich auch Glutrot dabei. Und da hat man hier diese Streifen oder kleine Punkte, große Punkte und große Streifen. Ich habe jetzt einfach die Streifen genommen, das hat mich so ein bisschen an Zuckerstange erinnert und habe das 0,3 kleiner geschnitten. Jetzt muss ich mal kurz rechnen. Also 13,7 mal 9,7. Und dann hat das so einen kleinen, minimalen Rand. Und jetzt muss ich es noch kürzen. Und jetzt muss ich mal kurz nachmessen. Ich glaube, es waren 8. Ja, ich habe es auf 8 cm gekürzt. Weil ich das einfach ein bisschen schöner fand, wenn oben unter diesen Blättern hier an der Karte die Streifen nicht sind, denn sonst wäre mir das irgendwie zu viel des Guten. Theoretisch kann ich das schon aufkleben, da passiert sonst nichts mit. Ich habe überlegt, ob ich jetzt in dem Video hier oben nochmal stempele oder... So, wir improvisieren mal ganz kurz. Was könnte man denn da hinmachen? Sterne? Oder Stempel? Ich ziehe jetzt bald mit meinem Bastelzimmer um. Und ich bin so froh, weil ich hier nichts mehr finde. Gar nichts. So. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich jede Menge aussortieren werde, weil dieses Chaos sonst nie endet. Ich hoffe, ihr kennt das alle, aber stimmt. So, wir stempeln jetzt einfach mal diesen Stempel in, hier mit Stay, nicht mit Stay, sondern mit Versamark. Das ist ja diese durchsichtige Tinte. Einfach mal hier so zufällig hinten drauf. Jetzt klingelt mein Handy. Huch. Man könnte natürlich auch das Ganze prägen. Ich habe jetzt gerade nach einer Prägeform gesucht und so schnell jetzt keine gefunden. Ja, auch das sehe ich wahrscheinlich jetzt besser wie ihr. Das ist so im Hintergrund einfach nur mal so Ton in Ton. Es fällt nicht sofort auf, aber wer die Karte in der Hand hat, sieht es dann. Ja, das gefällt mir gut. Man könnte, wie gesagt, den Teil oben auch noch prägen. Vielleicht mit Sternen oder diese leise Riesel, diese Schneeflocken.
Prägeform. Oder. Oder man lässt es halt so. So. Und dann habe ich jetzt hier von meinen Prämienreisegeschenke die Bänder natürlich aufgehoben. Kann ja alles wiederverwenden, ne? So, ruhige Hand. Der Kleber nicht sonst wo landet. Und damit man einfach einen schönen Abschluss hier bekommt, klebe ich da jetzt ein Band hin. Und mit diesem Kleberoller kann man das auch wunderbar aufkleben. Ach da. Ich habe es jetzt abgeschnitten. Hier habe ich es, glaube ich, nach hinten geklebt. Aber das ist Jacke wie Hose. So, und dann haben wir ja auch im neuen Herbst-Winter-Katalog dieses wunderschöne Glitzerpapier. Stehen da Farben drauf? Nö. Aber es ist so ein Orangekupfer. Das könnte Chili oder Merlot sein. Und das ist wahrscheinlich tatsächlich Tannengrün. Das, was ich verwendet habe. Und da aus diesem grünen Glitzerpapier habe ich mir noch hier einen Streifen ausgeschnitten. Aber grünes Glitzerpapier, das ist total cool für Weihnachten. Das klebe ich jetzt mit Flüssigkleber auf. Da versucht er es gar nicht, auf diesem Streifenkleber aufzubringen, weil es geht wahrscheinlich eh in die Hose, sondern macht es gleich hier an den Rand. So. Und dann habe ich auch aus diesem Set mir hier die Schleife ausgestanzt. Da muss man mal keine binden. Ist auch schön. So, die klebe ich hier unten einfach aufs Ende. Und dann kann ich das schon mit Dimensionals aufkleben. Da mache ich aber nur zwei so in die Mitte hier, weil ich da gleich noch Blätter und so ein Kram unterstecken möchte. Ungefähr dahin. So. Theoretisch kann ich das jetzt schon auf die Karte aufkleben. Halt. Ich habe die so ein bisschen angeschrägt auf beiden Seiten, so ein bisschen überstehen lassen. Kann man natürlich auch bündig schneiden. So, dann klebe ich das auf Savanne drauf. Und dann ist er in diesem Set. Hier ist die Schleife und hier unten ist das Blatt. Das habe ich mir noch ausgestanzt und einmal in Glitzer und einmal in diesem Grün. Und da mache ich einfach hier so ein bisschen Kleber unten dran. Könnte man vielleicht auch einen Kludot oder so nehmen. Das hier auch. Das lockert die ganze Chose so ein bisschen auf. So, das muss man natürlich ein bisschen trocknen lassen. Und dann nehme ich mir hier einfach meinen ausgeschnittenen. Ich vergesse immer, wie die Teile heißen. Nein, ich nehme.
Wir haben gekludert. Und das kommt hier unten hin, so ein bisschen an die Schleife gesetzt. Und dann male ich hier noch ein bisschen Glitzer auf mit dem Wink of Stella. Und jetzt kommt nur noch der Spruch. Das mache ich folgendermaßen. Ich nehme mir einfach den Papierschneider und schneide mir einen Streifen zurecht. Der ist 1,3 in dem Fall. Und das mache ich auch zweimal, weil ich mich meistens verstempel. So, und dann nehme ich mir den Spruch, den habe ich hier schon liegen. Ich kann es immer besser, wenn ich so rum mache, wenn ich mir erst den Streifen zurechtschneide und dann mit dem Spruch draufstempel. Dadurch, dass jetzt das kein Klarsichtstempel ist, sondern transparent, kann ich da natürlich leider nicht durchstempeln. Aber ich meine, ich müsste ihn so ein bisschen so halten. Ja, ist doch schon mal nicht so schlecht, aber ich mache noch mal einen. Nö. Ja, das ist gekauft. Jetzt ruft mich bestimmt gleich meine Mama, die höre ich nämlich gerade unten. Klebe ich den noch hier auf. Den hätte man jetzt auch direkt da reinstempeln können, aber ich finde, das hat nochmal so ein bisschen Volumen. Mal gucken, habe ich was vergessen? Nee. Also ich finde die Variante mit hier oben gestempelt viel schöner wie ohne. Ja, ich hoffe, die Idee gefällt euch und ihr seid jetzt nicht geschockt, dass ihr euch im August Weihnachtskarten angucken müsst. Aber ja, es geht einfach um das Set und es ist bald Weihnachten und ich bin immer froh, wenn ich im Dezember alle Weihnachtskarten fertig habe oder auch schon im November, weil da immer so viel anderes zu tun ist, dass ich happy bin, wenn ich einfach nur noch schreiben muss und dann nicht noch in den Bastelstress komme. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, tschüss. Hallo, da bin ich nochmal, ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal.